Aus der Weisheit. Aber hier war ich doch schon drinne. Aber er zeigt mir auch schon wieder hier an, dass ich hier rein soll. Ich soll hier hin. Durchsuche Amats Werkstatt. Dem Brief nach sind diese Bücher für Ahmad. Vor einer Stunde war ich nicht. Das war der Höhepunkt meines Tages. Okay. Und ich muss noch was finden. Durchsuche Amats Werkstatt. Also wir haben noch nicht alles geplündert. Ahmad signiert seine Arbeit immer. Es ist eindeutig sein Werk. Schaubilder, Maschinen und andere Seltsamkeiten. Das ist ganz klar Ahmads Werkstatt. Niemand Normales würde sonst so zeichnen. Entschuldigung, kann ich dir helfen? Klar. Ich bin auf der Suche nach Ahmad ibn Musa. Weißt du, wo ich ihn finde? Vielleicht kann ich behilflich sein. Folge mir. Ist das dein erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders. Berufsweg bereitet, ne? Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Wenn es so viel zu erleben gibt? Nein. Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Und was ist mit deiner Freundin? Nein, nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Weiß ich nicht wonach. Eine Schande. Nun eile dich. Es ist nicht mehr weit. Wach! Hilfe! Ich werde angegriffen! Das war eine Lüge! Was? Attentäterkonzentration ist nicht zur Verfügung? Geil! Mal gut, dass ich noch Heiltränke habe. Nicht? Ist doch absolute Scheiße. Ja, genau. Will er mich verarschen? Komm hier nicht hoch! Oh mein Gott. Leck mich am Arsch, ich habe keine Elixiere. Und wieso geht mein Attentäter nicht? Ich muss ja die drei killen, ne? Aber ich hätte schon gern noch irgendwo hier leben. Eine Kiste. Oder Beeren. Wieso gibt es auf dem ganzen Campus hier keine Bären? Grizzlybären. Okay. Werden jetzt auch keine Kisten angezeigt, ne? Wo ich hätte was haben können? Eine, die bewacht wird. Das ist ärgerlich, aber ich muss mir erstmal Leben holen. Jetzt habe ich auch wieder Attentäterkonzentration. Willst du mich eigentlich... Ist er wieder weg. Ich darf die nicht in der Mission benutzen, oder was? Mhm. Ich weiß, du bist nachsichtig. Doch du musst etwas tun. Es geht um deine Ehre. Okay. Ein kleiner Händler wäre nicht schlecht. Ja. Wo ist meine Maus?
Ich brauche einen Händler. Ist schon eine Ecke weg, ne? Hier haben wir auch noch einen. So. Das machen wir wieder weg. Die Vorlesung des Meisterheilers Alchemie am. So. Ich denke mal, ich werde diese Folge splitten in zwei Teile. Jetzt kann ich nicht, weil ich in einer Mission bin. Wie dreist! Wenn du erwischt wirst, ist das dein Tod. Oder weil nach mir gesucht wird. Ich weiß es nicht. Ich habe hier einen Händler, aber ich kann hier nichts kaufen. Oh, ist das ärgerlich. Kein Interesse. Hau ab! Ich würde auch gerne testen, ob wir hier noch irgendwo ein Plakat entfernen können. Und ob ich denn zum Händler kann, aber... Ich finde hier leider keins. So. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Ja, absolut scheußliches Bild. Allein die Fratze, die da drauf gemalt wurde, widerlich. Würde ich aussehen wie der Typ, ich würde direkt einen Kalifen anspucken und mich hinrichten lassen. Ich war mit Aquell zusammen, als die Mauer einstürzte. So, darf ich jetzt was kaufen, werter Herr? Wo bist du denn? Hier oben. Aha! Du hast es mir... Da! Das... Komm schon. Schön, dich zu sehen. Oh, endlich. Sei willkommen, Said. So, zeig mal, was du so zu bieten hast. Schauen wir mal, was du hast. Sieh dir meine Auslage an. Die habe ich eigentlich immer vorrätig. Danke. So. Hast du, was du brauchst? Ja, wir beenden das jetzt einmal. Ich muss gehen. Bis bald. So. Komm. Ich weiß, dass ich irgendwie mit dir reden kann. Schön, dich zu sehen. Was hast du da? Bitte, sieh dich gründlich um. Die kann man immer brauchen. Ganz genau. Vielen Dank. Sonst noch etwas? Nee. Jetzt mache ich die Scheißkerle fertig. Ich muss aufbrechen. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir, mein Freund. Sadiki. So. Jetzt gibt's aber... Vorsicht, Mädels. Ich will eure Kameraden zusammenschlagen. Oh, wo haben wir die denn? 140 Meter. Jetzt sind wir gewappnet. Ich gehe auf direkte Konfrontation. Das haben die sich so ausgesucht. Was ist dein Ende? Du Schwächling! Schon wieder? Ja! Okay. Second Chance, Junge. Der muss mich doch ein bisschen bewegen. Schon härter zuschlagen. Ja. Sehr einfallsreich. Ja.
Wow. Okay. Ich habe eben erst gesehen, wie wenig Leben ich habe. Schon das viermal gestorben, ne? Ich glaube viermal schon. Ist das traurig. Brauch eine andere Taktik. Oh, zumindest ist der Checkpoint gut. Okay. Bleib stehen! Wie kriege ich den Dicken weg? Der ist ja unmenschlich. Ich komme mit dem Blasrohr komme ich gar nicht so weit, ne? Arschwartig. Ich will mich irgendwie anschleichen. War das der Dicke? So. Es gibt für jeden Gegner eine Taktik. Einschläfern ist die deine. Die meine für dich. So. Du Missmade. Du hast mich in eine Falle gelockt. Ich sollte dich gleich hier erschlagen. Verschone mich bitte. Dann sage mir, wo ist Ahmad ibn Musa? Bitte, Herr. Ich weiß nicht, wo er ist. Wirklich, ich weiß es nicht. Was sollte dann der Hinterhalt? Er hat es verlangt. Wer denn? Doch sicher nicht Ahmad. Ich kenne seinen Namen nicht. Er trägt stets eine Maske. Und was will dieser maskierte Mann? Er befiehlt mir, alle von der Grabungsstätte beim Haus der Weisheit fernzuhalten. Sonst... Sonst was? Er stellt etwas mit meinem Kopf an. Wie bei den anderen. Bitte, verschone den armen Mamit. Wo ist diese Grabungsstätte? In der Wildnis. Vor der Stadt. Ich zeichne den... Jeder maskierte seine eigene Grabungsstätte, oder was? Okay, das wird wahrscheinlich der nächste sein, dem wir aufknüpfen werden. Die Karte sollte mir den Weg weisen. Finde den vermissten Bruder. Oh, er 2:45 Minuten Folge, oder? So, ich habe eine Karte. Ich muss. Warum überall? Ist bald ja zum Schlachthof geworden. Ja, schauen wir mal. Hamids Karte findest du im Nachforschungsmenü. Boah, wie lange so eine... Wie lange so eine Nebenquest dauern kann, ne? Warte mal, haben wir... Er hat eine Karte bereitgestellt, aber ich sehe es jetzt hier
die Grabungsstätte sehe ich zumindest nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier hin. Wenn da nichts ist, dann beenden wir erstmal diese Nebenquest hier. Wäre ja endlich mal zum Bruderschaftshaus. Wichtigen Dingen nachgehen. So. Ja, kurz, ich fix noch eins. Pass doch auf, Junge, du wärst fast von Treppe stolpert. Ja, ich habe den Stern auch schon gesehen. Das sieht toll aus. Finde die Ausgrabungsstätte. Leck. Arsch. Findest du ein Nachforschungsmenü? Finde die Ausgrabungsstätte. Ja, das ist jetzt interessant, weil... Das ist eine tolle Karte. Aber ich sehe es nicht. Eine Karte zur Verfügung gestellt. Das da? Ist das das Symbol, was ich, was mir jetzt die nächste Mission anzeigt? Gott, ich bin gerade so brain AFK. Na gut, dann wollen wir uns doch mal diese Grabungsstätte angucken. Oder die Karte dazu. Die hier irgendwo drin ist. Obwohl, die Tür sieht komisch aus. Können wir die... Aha. Das ist aber dunkel. Endlich bringt diese Fackel mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Okay, den müssten wir nur abziehen, würde ich sagen. So. Oh, ein Geheimgang. Hinter einem Bücherregal. So, einsammeln. So, Alaba Sijon. Neue Aufträge sind verfügbar. Geh zum Bruderschaftshaus, um an der Tafel nachzusehen. Ja, wir sind aber immer noch hier. Ausgrabungsstätte. Hinweis nicht gefunden. Hamids Karte findest du im Nachforschungsmenü. Finde die Ausgrabungsstätte. In der Wildnis. Finde die Ausgrabungsstätte in der Wildnis. Das ist jetzt halt nicht so präzise, ne? Wenn ich zumindest eine Richtung hätte, in der ich gehen muss.
wird ja nicht hier vorne sein, oder? Nee, hier haben wir nur so ein kleines Dörflein, eine Wache. Hey! Komm nicht zu nah! Hab ich nicht vor, du stinkst doch! Ich stink auch. Deine Seife ist teuer zu dieser Zeit. Das. Wo finde ich denn jetzt hier die Karte? Schreibt, der Buchwart wies auf diesen Ort hin. Die Bücher ins Haus der Weisheit. Wenn wir jetzt mal was anderes anklicken hier, ne? Also wir verfolgen jetzt das hier. Das wird uns angezeigt. Finde heraus, warum der Buchwart diesen Ort mit seinem Blut benannt hat. Habe ich die Mission geändert? Kann das sein, dass ich diese blöde Karte in dem blöden Haus erst noch finden muss? Möglicherweise. Und folge dem Feuerpfad, erkunde die Schreibstube. Ist das nicht die Mission, die ich mit dem Opa angefangen habe? Moment. Ist das jetzt der sterbende Opa? Oder verrenne ich mich hier gerade? Also wir haben... Der Buchwart könnte mehr über das Feuer wissen, sein Mörder könnte eine Frau sein, seine letzten Worte weisen auf die Schreibstube hin. Hinweis nicht gefunden. Irgendein Hinweis fehlt mir, aber ist geschlossen schon. So, und hier habe ich, erkunde die Schreibstube. Ich bin irgendwann hochgegangen zu Ahmad ibn Musa. Lol. Ich will es nicht beschwören, aber ich glaube, das war... Warte, wir gehen nochmal auf die Karte hier. Das ist nämlich hier vorne. Erkunde die Schreibstube.
Lol. Habe ich die Mission gewechselt? Ich habe das nicht mal mitbekommen. Oh Gott. Hätten wir jetzt noch lange suchen können, ne? Alle hinterm Bildschirm. Boah, ist der dumm, ey. Alter, wie dämlich kann man sein? Scheiß Pisser. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, er ist halt schon ziemlich dämlich, ne? So. Haben wir das zumindest schon mal geklärt. Da hinten muss ich nämlich hin. Das heißt, ich war jetzt einer ganz so falschen Pferde auf der Spur. Hier sind so viele Wachen, dass ich das Gefühl habe, ich darf da nicht hin. Ich halte besser die Augen offen. Meine Rüstung stinkt. Was? Meine Rüstung stinkt, hat er gesagt. Oha. So, der kann da ruhig liegen bleiben. Wir haben es ein bisschen eilig, ne? So. Okay, was sollen wir denn hier genau machen? Jetzt kommt der Nächste, der das ein bisschen suspekt findet, dass hier eine Leiche auf der Treppe liegt. Kein Problem. Ist ja nur unser Lockvogel. So. Jetzt können wir die mal wegtragen. Okay. Haben wir noch einen kleinen Speer. So. Bin der raus. Okay, aber wo soll ich jetzt hin? Wurde jetzt nach hier vorne geführt. Aber was mache ich hier genau? Also wonach suche ich? Kriegen wir den angepfiffen? Sollte vielleicht einmal. Was ist denn, Sadiki? Das Wagen, es war zu groß, Sadiki. Verzeih. Welcher Scheißkerl hat auf meinen Vogel geschossen? Ja, jetzt ist aber persönlich geworden, Freunde. Das gibt's doch nicht. Was kann man für ein Mensch sein? Das geht nicht auf. Oh, ich dachte. Jetzt vielleicht nicht das, was ich gerade rausziehen wollte. Zu weit weg, ne? Okay, was haben wir noch? Okay, hier unten müssen wir rein. Ah, es gucken alle in diese Richtung. Das hier ist eine Sackgasse.
Hier kommen wir nicht weiter. Also wir müssen die beiden da drüben ausschalten, auf jeden Fall. Und den da. Müssen wir uns einmal einen anderen Weg überlegen. Wir locken sie erstmal raus aus dem Lager. Das ist wahrscheinlich die klügste Taktik. Okay. Ah, die haben uns schon verloren. So. Hier, da steht nur einer. Da guckt er aber doof, ne? Blitzschnell weg wie ein Geist. Okay, hier hätten wir noch abspringen können. Gedanken des Erfinders. Diese übersetzten Auszüge aus dem Mythos des Ikarus sind faszinierend. Die Vorstellung, dass die Menschheit die Grenzen der Natur durch Werkzeuge überwinden kann, befeuert mich. Vielleicht kann auch ich mich eines Tages in die Lüfte erheben, wie jener Mann aus den Mythen. Weit im Süden gibt es einen hohen, einzeln stehenden Felsen, welcher der perfekte Startpunkt wäre. Ups. Ups. Ja, springen wir vom Felsen, ne? Achtung! Sachla befiehlt, den Gefangenen vorzubereiten. Ein Gefangener. Hier. Die Wache hat vielleicht den Schlüssel. Das Huhn mich eben gerade angefaucht. Oder war da eine Katze, die das Huhn angefaucht hat? Nun ist der Weg für ihn Kino. Nein! Nein! Scheiße! Ja, der sollte doch da gar nicht runterfallen. Ruhe. So. Hat das denn keiner gesehen? Ist der auf den Balkon gefallen? Nee. Ja! Wie geil ist das denn? Ja gut, wird ihn doch keiner sehen. Müssen wir mal schauen hier. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, wenn so ein Gefangenen, der Hauptmann, der könnte den Schlüssel haben. Doch, wir müssen alles killen. Hier ist offen. Okay, wir haben nur zwei unter uns. Und eine fette Truhe. Schwert des Abbasitenritters. So, das können wir schon mal aufwerten. Das hätte aber auch nach hinten losgehen können, ja? Es sind zwei. Achtung, wir haben Gesellschaft. So. Bloß keine falsche Taste drücken. Ich reiß dir die Gedärme raus. Jeden Stein umdrehen. Augenblick. So, du hast hier Schrankdienst, Egon. Die Kammer des Schreckens kriegt eine ganz andere Bedeutung. Ich komme hier nicht mehr raus. Hallo? Jetzt. Ja, da kriegt die Kammer des Schreckens einen ganz anderen Namen, ne? Eine ganz andere Sinnesbedeutung.
Schlüssel zur Schreibstube, das ist für da drüben. Ei? Genau, jetzt müssen wir nur noch hier alle Wachen, die lass deinen Blick schweifen. Uns den Weg blockieren und gefährlich werden, weil sie uns da sehen würden. So, also auf jeden Fall den da vielleicht noch. Den hier auf jeden Fall noch. Der sollte uns nicht interessieren. Das sind gar nicht mehr so viele, ne? Ah, warte, warte, warte. Wenn wir da rüber gehen, müssen wir aber darauf aufpassen, dass die nicht vorbeikommen. Wo ist denn der, mit der Panzerrüstung da? Hier war doch schon wieder irgend so ein richtiger Tank. Einen hatten wir hier, der war ein richtiger Tank. So. Was war das? Seid bereit. Der Feind wurde hier drinnen gesichtet. Woher weißt du das? Hier wird doch nur gepfiffen. Nichts? Na gut. So, wir sind wieder versteckt. Gut, also zu weit war's ja. Wir haben einen ungebetenen Gast. Ja, mit wem sprichst du denn? Hä? Hast du ein bisschen Angst? Wie lange kannst du dich verstecken? Hä? Lange genug. Offensichtlich? Dein Schicksal ist besiegelt. Ich dachte gerade, der haut den Speer da rein. Im Schrank. Er will ich aber geliefert. So, jetzt einmal hier runter. Erstmal die wichtigen Sachen. So, Truhe, sehr schön. So, Gesundheit ist voll. Hier haben wir jetzt auf Anhieb kein Versteck, ne? Nein! Endlich. Na, ab wann hörst du mich? Gut. Also wieder lange Reine. Was? Du rennst nicht mehr weg. Wenn ich mit dir fertig bin. Sehr schön. So, sind immer noch alle bei ihren Posten, na sicher. Ich kann doch nicht hier jetzt die ganze Runde hier die ganzen Leute reinziehen. Guckst du wieder nur unter mir, ne? Ich gehe lieber zurück.
Gut, können wir dann hier noch irgendwas fallen lassen? Können wir hier ein bisschen taktischer vorgehen, dass wir mal vorwärts kommen? Also wir haben jetzt auf der Seite nur noch die beiden, ne? So, durch den Zaun. Er dürfte es eigentlich nicht sehen. Mal, dass wir ein bisschen vorwärts kommen hier. Was geht da vor? Ja. Okay, jetzt kann uns hier keiner mehr sehen, ne? So. Töte mich nicht! Bitte. Genau deswegen. Gib mir mehr Zeit. Ich habe es fast gelöst. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dich zu töten. Was versuchst du da zu lösen? Das Buch. Ich sagte, ich könnte es nicht. Ich kenne die Sprache nicht. Aber sie ließ mir keine Wahl. Wer? Eine Frau namens Sahra. Eine der Gelehrten hier. Sahra? Was ist das für ein Buch? Wie heißt es? Ich weiß nur, dass eine Schrift verwendet wurde, die ich noch nie gesehen habe. Und ich kenne Hunderte. So wie Sahra davon spricht, ist es eher ein Artefakt oder Relikt als ein Buch. Hm. Ich erzählte Lügen über mein Vorankommen, damit sie mich nicht töten. Ich kann kein Wort lesen oder auch nur sagen... Erstmal ganz ehrlich, wenn du so gebildet bist, ne? Und alle... Wo finde ich Sahra? Hängen davon... Oder... Ich... Der Grundgedanke ist, du bleibst am Leben, wenn du das übersetzen kannst. Ich will nur nach Hause. Nimm dir irgendein Buch, was du relativ gut kennst, und dann schreibst du das einfach auf. Als ob dieses Zara oder Sahra das verstehen würde. Das kannst du ja nicht kontrollieren, ne? Gab ja kein Google. Ode an die Ordnung. An meine Zarik. Dämonen, ein grüner und gelber Genuss. Ich sende dir meinen Drachenkuss. Wie die weise Dichterin Arib einst schrieb: Du bist mein Gesetz, du bist meine Ordnung. Azdaha. Dieser Brief des Ordens erwähnt Arib. Ist das Dicht, eine unschuldige oder Bemerkung oder etwas Düstereres? Mauzi! Wie bist du denn hierher gekommen? Ganz allein? Huneins Nachricht. Zara. Ich habe es mit jeder Sprache versucht, die ich kenne, mit jedem Übersetzungskniff, von dem ich je gehört habe. Aber dieses seltsame Buch widersetzt sich all meinen Versuchen. Was kann ich sonst nur tun? Hunein, der Übersetzer. Das Buch beunruhigt mich. Ich lasse es besser hier. Ja, macht Sinn, ne? Eine so eigenartige Maschine wie diese sah ich bereits in Ahmads Werkstatt. Ist das nicht von Ahmad? Ist das hier unten nicht sein Symbol, das er verwendet? So. Fenster auf. Suche die Gemächer von Hunain, den Übersetzer. Also fehlt mir noch was. Nur mal aus Neugier. Okay. Also ich hätte es nicht gemacht, aber nur mal aus Neugier. Genau, Gemächer von... Nein, den Übersetzer. Hier ist nichts weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir entweder noch die... Oh, ich kann die streicheln. Komm mal her. Ja, du bist eine Gute, ne? Nimm meine Liebe und ziehe von dann.
So. Gibt es noch irgendwas, was wir hier untersuchen sollen? Ich soll was übersehen haben. Hier ist die Nachricht von ihm. Irgendwo oben. Oder noch weiter oben. Okay, hier nicht. Einsturz bringen. Suche die Gemächer von Hunain, den Übersetzer. Aber was soll ich denn jetzt suchen? Also auf jeden Fall hier in der Hütte, ne? Nicht irgendwas, was wir kaputt schlagen können? Eine Katze zum Beispiel! War ein Scherz für einen Katzenfreund. Okay, also hier ist nichts, das wir zerstören können. Haben wir gelesen, haben wir gelesen. Wir können hier auch nichts ziehen, schieben. Ich kann hier auch diesen Teppich nicht abmachen, ne? Weil hier hinter ist ja noch eine Zeichnung. Die haben alle dieses Siegel. Ach. Okay, das hier ist zum Bestimmen von den Winkeln und Umfang berechnen und so weiter, ne? Aber dieses Ding hier, das sieht ja fast so aus wie der erste Aufsatz von dem, ich weiß nicht, was das darstellen sollte, Flugobjekt. So eins der ersten hier, was Da Vinci auch schon gebaut hat und gemalt hat. Der hat auch eine Zeichnung, die sieht so ähnlich aus. War Da Vinci, ne? Glaube ich. Ja. Verstehe das nicht. Das Zeichen sagt, also das Zeichen schickt mich hier hin. Ich soll Nachforschung machen. Aber ich kann hier nichts weiter. Ich kann hier nichts lesen oder so. Ich kann auch keine Teppiche zur Seite schieben. Wow. Alter, dieses Auge ist so unsichtbar. Ich hab's nicht gesehen. Bücherlieferung. Sarah will, dass weitere Bücher, die aus dem Haus der Weisheit entwendet wurden, direkt in ihre Privatgemächer im Anwesen der Gelehrten gebracht werden. Bringe sie also nicht hierher.
In diesem Brief steht, wo das Anwesen der Gelehrten Sahra ist. Zeit, Sahras Anwesen einen Besuch abzustatten und zu sehen, ob sie zum Orden gehört. So, das können wir sehr gerne machen. Erstmal werden wir hier verduften. So. Wir nehmen den unumständlichen Weg. So. Und... Das war krass, ne? Kennen wir uns? Was soll das heißen? Kuschkusch? So, das heißt, als nächstes besuchen wir, finde Beweise dafür, dass Zara in den Orden involviert ist. Also werden wir demnächst Zara einen Besuch abstatten. Das machen wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut. Ciao.